Psychosomatische Beschwerden haben mit Einbildung überhaupt nichts zu tun. Sie treten auf und sie treten als körperliches Symptom auf. Wir finden nur keine körperliche Ursache. Daraus kann man nicht schließen, dass sie zwangsläufig psychisch bedingt sind. Wenn sie das sind, können wir nach psychischen, also Stressursachen, suchen. Aber mit Einbildung hat es nichts zu tun. Beides natürlich nicht. Die Hypochondrie ist ein eigenes Krankheitsbild, bei der es nur darum geht, dass ich fest davon überzeugt bin, an einer ganz bestimmten körperlichen Erkrankung zu leiden. Die Hintergründe sind unterschiedlich. Verrückt heißt auch nur Abweichung von der Norm. Und das tun wir alle immer mal. Aber mit dem üblichen Verrücktsein, also zum Beispiel einer sogenannten Psychose, hat es nichts zu tun. Psychosomatische Beschwerden können natürlich behandelt werden, das können sie ziemlich gut. Der erste wichtige Schritt ist, gemeinsam herauszufinden, was die richtige Behandlungsmethode für denjenigen ist. Diesen Plan erarbeitet man gemeinsam und dann kann man die verschiedenen Behandlungsformen, sei es im stationären, ambulanten oder tagesklinischen Rahmen einleiten. Es kann um Psychotherapie gehen, es kann Körperarbeit sein, es kann eine Sporttherapie sein. Also Sie sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.